Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Die Hackergruppe Lapsus macht erneut ernst und hat interne Daten von Microsoft in einem 37 Gigabyte großen Archiv veröffentlicht. Unter den geleakten Daten soll sich der Source Code von 250 Microsoft-Projekten befinden. In einer Analyse zum Vorfall versichert Microsoft, dass die Angreifer keinen Zugriff auf Kundendaten hatten. Neben Microsoft hat nun auch der Zugriffsmanagement-Dienstleister Okta unberechtigte Serverzugriffe eingestanden. Welches Ziel Lapsus mit den Attacken auf Okta und Microsoft verfolgt, ist bislang unklar. In Paris haben erste Tests mit einem Flugtaxi begonnen, das während der Olympischen Spiele 2024 zum Einsatz kommen soll. Auf dem Flugplatz Pontoise nahe der Hauptstadt werden noch bis Freitag Messungen mit dem eVTOL Velocity der deutschen Firma Volocopter vorgenommen. Zunächst geht es um das Messen von Lärm und Vibrationen in Zusammenarbeit mit der Zivilluftfahrtbehörde und Lärmschutzexperten. Bei Zulassung könnten die Flugtaxis während der Olympischen Spiele in Paris die Flughäfen der Stadt mit Sportstätten verbinden. Der Betrieb von Gebäuden benötigt Energie. Mehrere nachhaltige Gebäude in spezieller Bauweise wurden jetzt mit dem BREEAM-Preis ausgezeichnet. BREEAM steht für Building Research Establishments Environmental Assessment Method. Die britische gemeinnützige Organisation BRE zertifiziert nach dieser Methode Bauten in aller Welt. Der bewusste Umgang mit Ressourcen hat das Kollektierzentrum im niederländischen Amersfoort zu einem Gewinnergebäude gemacht. Hier wird die Kälte im Winter gespeichert, um das Gebäude im Sommer zu kühlen. Regenwasser wird gesammelt und unter anderem genutzt, um Toiletten zu spülen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA bittet Android-Nutzerinnen und Nutzer, mit ihren Smartphones bei der Entwicklung besserer Wettervorhersagemodelle zu helfen. Dazu hat eine Forschungsgruppe an der ETH Zürich die App Camaliot entwickelt. Wenn die App beispielsweise über Nacht auf dem Fensterbrett ausgeführt wird, sammelt sie GPS-Daten, die dann anonymisiert auf die Server des Projekts geschickt und ausgewertet werden. Denn die Signale der Satelliten werden auf dem Weg zur Erde, etwa durch Wasserdampf in der Atmosphäre, modifiziert. Auch die elektrisch geladenen Teile der oberen Atmosphäre, die sich dauernd ändern, haben einen Einfluss. Die Mobilgeräte können das ausgleichen, indem sie zwei Frequenzen abgleichen. Genau das soll nun mit der App Camaliot ausgenutzt werden, um bislang unbekannte Muster in der Atmosphäre ausfindig zu machen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung. Unser großes IT-Security-Event, die SecIT, findet endlich wieder in Hannover statt. Am 30. und 31. März erwarten Sie Fachvorträge auf drei Bühnen zu Themen wie Active Directory und Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen. Eine Ausstellung wichtiger IT-Security-Anbieter, praxisnahe Workshops mit Security-Experten und natürlich Feierabendbier. Erhalten Sie handfeste Anleitungen, um die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu steigern. Mehr Infos unter sec-it.heise.de.